Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Rettertüte mir gekauft. Ich war nämlich heute im Action und dachte ich, Mensch, weil bei uns ist neben Action das Lidl. Gehst du mal ins Lidl, vielleicht hast du ja Glück und siehe da, die ist randvoll. Ich habe nur einmal kurz reingeschaut. Ich würde sagen, wir packen die mal gemeinsam aus. Ich stelle die mal hier hin. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So. Es waren drin eine grüne Paprika und eine gelbe. Dann schauen wir mal weiter. Lauchzwiebeln. Oh, ich habe ganz viele Lauchzwiebeln eingefroren. Ne? Also ich mache dann die Enden ab, wasche das, schneide das klein und dann kommt das in Gefrierfach, weil ich habe total viel geerntet. Ja gut, ist nicht weiter dramatisch. Die kann man ja die Woche verwenden und alles ist super. Ich meine, die Wie teuer ist die Tüte? 3 Euro. Man rettet Lebensmittel. Was will man mehr? Ne? Also, man tut auch gleichzeitig was Gutes. Ne? Gut. Was lacht mich denn hier an? Aha, aha. Das ist das, was die Tüte so voll gemacht hat. Ein Bund Karotten. Ja, Karotten liebe ich. Huch, oh je. Hätte ich jetzt einen Hase, der hätte sich gefreut. Wo lege ich das mal hin? So. Dann ist hier noch eine Paprika drin gewesen. Also ich habe 2 grüne und eine gelbe. Es war drin ein Apfel und wisst ihr was? Das passt mir jetzt richtig. Ich wusste nicht, dass der Apfel drin ist. Ich kaufe immer oder ich habe immer Äpfel im Vorrat. Ja, jetzt habe ich keine und ich dachte eben, wo ich zu Hause war, ach nee, Äpfel vergessen. Was für ein Zufall. Da freue ich mich. Den Apfel esse ich heute Abend. Genau. So, ist gar nicht mehr so viel, aber, oh ja, die muss ich morgen gleich machen. Und 2-mal Pilze, Champignons. Ich mag am liebsten die braunen, aber die weißen sind auch super. Also die fülle ich immer mit Hackfleisch, dann kommt entweder ein bisschen Kräuterbutter oben drauf oder mit Käse und dazu gibt es Reis und Salat aus dem Garten. Perfekt. Und übrigens, wisst ihr was, bei uns ist es ja so am Regnen, wie bei euch mit Sicherheit auch. Und wenn nicht, habt ihr echt Glück. Es ist schon Pilzzeit. Also wer gerne in den Wald geht, Pilze sammeln geht, könnt ihr schon losziehen. Müsst ihr gar nicht warten bis Ende August, September. Ja, dadurch, dass das so nass ist, sprießen die Pilze nur noch so. Genau, und ihr müsst halt auch das richtige Gebiet haben. Ne? Weil bei uns ist das immer schwierig. Da muss man ein bisschen weiterfahren. Ja. Ja, und dann habe ich noch Petersilie drin. Genau. Ein ganzes Bündel, das ist großblättrige Petersilie. Ja, kann man viel mit anfangen. Also ich werde natürlich das nicht alles verbrauchen können. Ich werde das waschen, kleinschneiden, vakuumieren. Das macht mein Mann. Und dann kommt das ab ins Gefrierfach. Ich werde mir nur ein bisschen aufheben für die Woche. Ja, und ich muss sagen, also ich bin zufrieden. Wann habt ihr denn das letzte Mal eine Rettertüte gekauft? Schreibt mir das mal. Und hattet ihr auch so viel Glück oder sagt ihr, ach nee, da lasse ich die Finger davon. Ich hatte bisher immer Pech. Das interessiert mich wirklich mal. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, das war ein super, super kurzes Video. Muss ja auch nicht immer lang sein. Ne? Ich meine, was soll ich euch erzählen? Die Rettertüte ist leer. Ich bin zufrieden. Ich habe Lebensmittel gerettet und all das können wir wunderbar verwerten. Es ist nichts matschig. Absolut nicht. Die Ware ist
wirklich okay. Ich hatte schon mal Sachen dabei, die waren richtig matschig. Das kann man natürlich nicht beeinflussen, weil man will ja auch nicht die ganze Tüte durchsuchen. Ne? Klar, ab und an gucke ich schon mal so richtig, ne? Aber nach ganz unten kann man natürlich nicht schauen. Manche übrigens haben auch Glück, die haben ab und an mal Blümchen noch da mit drinne in der Rettertüte. Ja, das Glück hatte ich noch nicht. Aber ich will nicht motzen, ich bin zufrieden und ich kann das wirklich jedem weiterempfehlen. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.